Hallo und willkommen, ihr Lieben, zum jetzt schon Beginn von Final Fantasy VII Rebirth, beziehungsweise erstmal der Demo. Wenn man allerdings diese durchgespielt hat, kann man den Teil des Games später in der Vollversion überspringen. Deswegen ist das schon der Anfang von Rebirth, obwohl ich das normale Remake und Integrate noch gar nicht durch habe. Egal. Die State of Play war die zweite vor ein paar Tagen. Wir haben heute den 8. Februar aktuell, 2024. Und ich wollte eigentlich die Demo gar nicht spielen. Ich habe die State of Play auch deswegen nicht geguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Ich wollte nichts, gar nichts sehen. Ich wollte dieses ganze Wow-Erlebnis sofort nachts am besten haben, weil ich habe es vorbestellt. Der Countdown läuft runter im Store für mich. Ich sehe jede Sekunde, die vor diesem Countdown weggeht und ich freue mich wie Bolle. Habe aber gesehen, dass wenn man die Demo durchspielt, dass man wohl Items bekommt, die man dann später dazu bekommt, irgendwie einen Anhänger und sonstige Sachen. Da dachte ich, gut, die Demo ist wohl auch nicht so kurz. Also lohnt es sich, das Ganze mal zu machen. Und wenn die Demo schon relativ lang ist, sag ich mal, was ist dann erst mit dem Hauptspiel? Viel mehr, auf das man sich freuen kann. Also, Final Fantasy VII Rebirth. Ich überprüfe Spielstände. Problem ist, das ist der PlayStation 5 Spielstand, bei dem ich ja da bin, wo ich Let's Play-mäßig bin. Bei der 4 bin ich ja extrem weiter. Also ich bin durch, habe ziemlich viele Trophäen. Gut, das ist egal. Aber ich habe das Spiel auf jeden Fall durch. Gut, wir haben hier Spielstand laden. Tatsächlich, man kann die Demo auch speichern, dann weiterspielen. Was bisher geschah, da würden wir den Rückblick kriegen aufs Remake. Es klingt irgendwie falsch, ne, zu sagen Remake. Das hier ist das ganze Remake. Das und Teil 3, der noch irgendwann in 4 Jahren dann kommt. Ich hoffe nicht. Jetzt haben wir bei der Einstellung. Gameplay. Jo, es ist wahrscheinlich übernommen, wie ich es eingestellt habe vorher. Dann wird es wohl stimmen. Kamera. Grafikeinstellungen, Leistung. Ich habe es auf Leistung, damit es, glaube ich, flüssiger geht. Genau, Bildfrequenz von 60 FPS wird bevorzugt beibehalten. Oder Grafik in 4K. Da ich aber nicht mal mit 4K aufnehme, ist mir die Leistung wichtig. Audio und Vibration. Habe ich mal alles voll? Ich weiß nicht. Wiedergabe von Funksprüchen. Lautsprecher des Wireless. Nein. Bitte Standard. Bitte aus dem Fernseher raus. Nicht aus dem Controller, sonst erschrecke ich mich gleich. Ich lasse mal auf 10 überall. Wo das unten schon extrem ausschlägt bei der Mucke. Da muss ich doch nochmal was gucken. Ach, ist das immer wieder fein. Genauso wie die Millisekunden Verzögerung, die man einstellen muss fürs Mikrofon, weil sonst alles asynchron ist wie Arsch. Und ich will ja nicht was vorher sagen. Oder ein fetter Gegner, bevor ihr das seht am Bild. Das ist sowas von ätzend. Das mag ich schon nicht, wenn es bei anderen so ist. Von daher bin ich da extrem penibel. 10, 10, 10, 10. Deutsch ist völlig in Ordnung. Gut, schicksalhafte Mission im Nibelgebirge. Spiele die schicksalhafte Mission im Nibelgebirge. Diese Demo mit Schwerpunkt auf Story-Elementen beinhaltet die Ereignisse rund um Cloud und Sephiroth, die sich 5 Jahre vor der Handlung des Hauptspiels zugetragen haben. Als Teil eines Shinra-Forschungstrupps begibst du dich zum Mako-Reaktor im Nibelgebirge, um einen Störfall zu untersuchen. Wenn du die Demo-Version abgeschlossen hast, kannst du die gleiche Stelle in der Vollversion überspringen. Whee! Wo man die Rückblende mit Tifa hat und ihrem Vater. Okay, invertieren. Nö, ich möchte nichts invertieren. Glaube ich. Rotiert horizontal in die angesteuerte Richtung und vertikal dagegen. Nee, es geht dahin, wo es nicht hingehen soll. Ich kann das jetzt auch nicht mehr. Wie kann ich es testen? Benutze R, um zu testen. Ach, es wird auch tatsächlich getestet. Also, wenn ich nach oben drücke, geht die Kamera nach unten. Was ich nicht will. Sie soll nach oben, nach unten. Wenn ich beides invertiere, ich muss ja beides. Nee, wenn ich jetzt hier nach unten drücke, geht die Kamera nach oben. Das will ich eigentlich nicht. Das ist ein Standard.
Wieso stimmt's ja? Standard ist richtig, mein Gott. Dieses Invertieren, das irritiert mich extrem. Jo. Wähle die von dir bevorzugte Kampftaktik. Was hat man im normalen Remake, im ersten Teil? Ich mach mal aktiv. Ich denke, aktiv müsste ich haben. Gut, let's go. Ich erinnere mich. Zu gut. Beeil dich, Clown. Das sieht man auch im Trailer. Das hat man auch in der Werbung gesehen. Beeil dich, Clown. Na dann, lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Sephiroth? Das klingt so doof, wenn man das in Deutsch ausspricht. Also, in so einem komischen Deutsch halt Englisch. Sephiroth. Sephiroth. Sag bloß, wir haben gleich auf der Straße diesen riesen Drachen, der Cloud instant killt und Sephiroth mit einem Schlag halt platt macht. Müsste. Wenn das ist, es ist ja das. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Mir auch nicht, Gott sei Dank. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Er sieht hier genauso aus wie normalerweise, auch wenn er hier nur 16. Ruhig Blut. Ist gar nicht so leicht. Kinder. Kinder? Mit 16 bist du kein Kind mehr. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Du willst Krieg haben? Ist das dein Ernst? Ich will doch ein Held werden, so wie du. Cloud. Wir werden einen alten Makro-Reaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Nach Hause, Cloud. Das ist ja meine Heimat. Ja. Ja, lass den Drachen kommen. Das Riesending. Los. Den du so hoffentlich sofort wieder umhaust. Oh. Sahen die so aus? Waren das überhaupt zwei? War das nicht im Normalspiel einer? Cloud, übernimm den da. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Geil. So sehr ich dich hasse, so stark bist du auch. Der klatscht dich weg, das war klar. Warte im Wagen. Warte im Wagen. Cloud, übernimm dich doch nicht, Mensch. Darf ich jetzt... Ui!
ich hatte die klassische Steuerung mit dem, Zeug auswählen. Junge, der Move von oben, ne? Ich habe jetzt schon Albträume von dem, was damit noch passiert. Oh Gott. Ich muss die Steuerung doch nochmal umstellen. Sephiroth war eine Klasse für sich. Ja, mit dem Schwert kein Wunder. Das macht viel. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Hm. Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Und wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal! Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja, dazu komme ich noch. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Sander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich... Man sieht aber doch, dass Cloud jünger aussieht. Das fällt jetzt hier auf an seinem Gesicht. Bis zum Abend bist du freigestellt. Oh, darf ich jetzt Mama besuchen? Und die Steuerung umstellen? Mhm. Man sieht's doch, Milchbubi Cloud. Mit dem Ding da öffnet sich das Hauptmenü. Dort kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen. Deine Ausrüstung wechseln und Materie in Waffen und Accessoires einsetzen. Außerdem hast du die Möglichkeit, im Menüpunkt Einstellungen und das System viele Spieloptionen nach deinen Präferenzen zu konfigurieren. Genau so ist es. Im Gelände kannst du mit Kreis spezielle Bewegungen wie Rollen oder Springen ausführen. Welche Bewegungsart dir zur Verfügung steht, hängt vom aktuellen Terrain, der Steuerungsart und Clouds Gemütslage ab. Es ist wichtig, was für eine Laune Cloud gerade hat. Nee, ich will nicht, ich bin jetzt schickig. Will nicht springen. Wenigstens kann der springen, was Nock das ja nie konnte. Das war extrem nervig. Geliebte Heimat. Ui. Im Haupt- und Pausenmenü kannst du mit Viereck in den Fotomodus wechseln. Das Spielgeschehen wird dann eingefroren und du hast die Möglichkeit, den Kamerawinkel nach Lust und Laune zu ändern und Farbfilter anzuwenden, um den perfekten Moment festzuhalten. Im Verlauf der Handlung werden neue Filter verfügbar. Das ist auch neu. Also wenn das auf jeden Fall bleibt, ja im Hauptspiel. System. Gameplay. Klassisch, ja. Ich war mir nicht sicher, deswegen. Okay. Er hat irgendwie Materie in der Waffe. Gilt das jetzt? Ist das von meinem komischen Hauptspielstand? Stufe 40 hat er hier. Gut. Biker-Reif. Heilen, Glut, Frost? Ne, das ist ja bei Null. Ich habe ja schon mit ihm... Das ist sicher nicht aus dem Hauptspiel, aus dem Hauptspielstand. Das ist alles separat. Okay, dann kann ich es ja so lassen. Gut. Hast du vielleicht jemanden, der hier auf dich wartet? Eine hübsche Dame zum Beispiel?
Mama. Und tiefer. In diesem Kaff liegt echt der Hund begraben, was? An deiner Stelle hätte ich auch das Weite gesucht. Halt die Klappe. Besser in einem kleinen Ort wohnen, als in einem großen, wo keiner Überblick über irgendwas hat. Oh, wuff, wuff. Kann man hier irgendwo rein? Ich denke nicht. Karte gibt's hier keine? Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, natürlich. Karte ist hier nix, ne? Ist ja geil. Mensch, du siehst gut aus, ja, das ist er, das tut er wohl. Hä? Meinst du mich oder das Huhn? Du meinst das Huhn. Babak, babak. Nach der Hundesong. Stamp zeigt den Weg. Hoppla. Wo soll ich überhaupt hin? Ich kann hier mit niemandem sprechen, ich kann nirgendwo rein. Die Treppe hoch, stellt sich. Wo ist denn meine Mutter? Mama, ich bin wieder zu Hause. Mensch, bin ich nervös. Ist nicht wahr. Das ist doch Cloud, oder? Ja, hi, das bin ich. Bin ich nicht süß? Ich bin immer noch 16, aber noch ein richtig heißer Milchbubi. Moment, mit dir kann ich reden. Hallo, Herr Soldat. Wie wär's mit einem leckeren Happen? Beste Nibelheimer Küche. Ui. Na sowas. Cloud, du hier? Hättest dir ruhig mal Bescheid sagen können, dass du vorbeikommst. Das ist der Geschmack der Heimat. Ist ruhig noch mehr, Cloud. Du halber Hungerhaken. Du halber Hungerhaken. In Erinnerung macht was? Den guten Kochschinken der Tylers vergisst keiner. Ich krieg Hunger. Den habt ihr doch immer zum Picknick mitgenommen. Oder Moment, wie viel darf ich essen? Langsam setzt ein latentes Sättigungsgefühl ein. Du hast dich wirklich gemacht, Cloud. Lass es dir ruhig. Wie ist es wie Sättigungsgefühl? Moment mal. Du schläfst heute sicher zu Hause, oder? Vielleicht komme ich ja nachher mal vorbei. Man wird doch jetzt im Hauptspiel hier nicht irgendwie noch essen müssen. Natürlich nicht stören. Ihr habt ja sicher viel zu bereden. Dann freue ich mich ein bisschen weniger aufs Spiel. Oder ist das einfach nur so eine. Lass deine Mutter nicht zu lang warten, hörst du? Das würde ja gerade noch fehlen in einem Final Fantasy, wo man essen muss. Ich bin hier nicht weiß ich nicht. Minecraft und dem ganzen Kram. Ja, da kam ich her. Sorry. Wie sie alle labern, ich habe keine Ahnung, was sie alles erzählt. So beruhig doch, bitte. Ich bin doch nur ich. Ich muss mir hier, da steht, da ist auch noch was. Eine Leiter. Der alte Wasserturm. Der Wasserturm. Drücke, um deine aktuelle Position auf deiner Karte zu studieren oder deinen Fortschritt in der Story zu überprüfen. Und die Wäsche draus aufhängen, ohne Angst haben zu müssen. Ah, I remember. Wie war es auf dem Wasserturm? Ja. Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Da ist eine Tür, da hinten ist eine Tür. Was ist? Die Uniform vom Forschungs. Die Herberge. Kein Vergleich zu unserem Dorftrampeln hier. Hallo, Nidok Herberge. What's up in here?
Immer mit der Ruhe. Shinras Soldaten, hm? Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise umher quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Dort. Definiert aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Definiert aber viel zu mickrig. Eben, lassen Sie das. Halt deine Griffel bei dir, alter Mann. Mein Schüler. Hm? Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen. Exakt. 128. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Ah. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Oh ja. Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie niemals? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Aber echt mal. Mit 16 noch grün hinter den Ohren, aber komplett. Jetzt erkenne ich auch die ganzen Moves, die Tifa benutzt. Schon, wie er sich bewegt hat. Bin sehr gespannt, wie ihr euch in den Bergen schlagen werdet. Wenn ich euch bei eurem Auftrag helfen kann, dann sagt Bescheid. Ich feile gerade an neuen Techniken. Bin sehr gespannt, wie ihr euch. Kann alles ausluten, was man mit dem bequatschen kann. Guten Tag. Tut mir aufrichtig leid, aber unsere Zimmer sind heute vollständig ausgebucht. Die hat nämlich Shinra... Oh? Bist du das, Cloud? Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hast dich ganz schön gemausert. Gemausert? Cloud ist in die Mauser gekommen. Er hat seine alten Federn abgelegt, oder was weiß ich, wie das funktioniert bei den Vögeln. Wie viele Leute sollen hier pennen? Wäre mir unangenehm, mir das Zimmer mit anderen zu teilen. Ich penne lieber alleine. Ui, er sieht doch anders aus. Die Jungs aus der Stadt machen echt was her. Kein Vergleich zu unserem. Gefällt es euch bei uns? Jungs aus der Stadt machen echt was her, kein Vergleich zu unseren Dorftrampeln hier. Echt mal, ey. Was ist für ein blöder Spruch? Da gehe ich jetzt nicht rein. Hier sind ja mehrere Türen. Da hat Cloud hingeguckt. Ist das Tifas Haus? Wie? Du warst auch bei mir zu Hause? Jo. Ich dachte, du wärst vielleicht da. Oh, sag bitte nicht, man kann hier Klavier spielen. Ich meine, ich habe, jetzt weiß er, was ich auf Facebook gesehen habe. Scheiße. Konnte man hier nicht im Original so ein Höschen von ihr mitnehmen? Das war für unsere Katze. Wie hieß die noch gleich? Mozzi? Ja. Und war eigentlich Mozzi? Immer unterwegs. Katze, so wo? An jenem Tag. Eine Katze, die man nie sieht. Och Mann. Ich will Mozzi sehen. Reicht ja schon, dass, ach, wie hieß der im Remake? Mit den drei Katzen. Wedge, glaube ich. Big Wedge, Jesse. Müsste Wedge gewesen sein. Big war ja... Was der schon nicht geschafft hat, inklusive der Miezen. Man kann wirklich Klavier spielen. Ich sehe schon das. Oh Gott.